Okay, jetzt sind wir hinterm Haus. Erstmal Leute, ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Eine Folge, die ungefähr Jahre nach der letzten Folge kommt. Aber den Cut habe ich trotzdem perfekt hinbekommen. Und da das hier, denke ich, eine neue Gegend ist, reden wir erstmal mit Poki. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Drittel Tag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Naja, heißt das, die Zeit, die er geplant hatte, wurde dann weniger oder hat er dann zu lange für so einen Screen gebraucht? Weil, wenn er sich am Anfang errechnet hat, dass er für jeden Screen ein Drittel Tag Zeit hat, dann sollte ja ein dritter Tag dann für jeden Screen auch ausreichen. Dann hat er ja für jeden Screen quasi genauso viel Zeit. Es sei denn dann, er... Die Zeit, die er eigentlich hätte, die wird verringert. Oh, egal, das sind wieder Themen. Auf alle Fälle, ja, das ist die erste Aufnahme seit langem. Ich habe derzeit relativ wenig Zeit, um zur Aufnahme zu kommen. Deshalb ist mein Kanal quasi auch tot, aber wir tun trotzdem das Beste. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Ja, ja, so wie die aussieht, glaube ich das ehrlich gesagt Hallo? Auch. Hallo? Jemand zu Hause? Hui, da ist ja eine Menge los. In der Zwischenzeit sind da bestimmt eine ganze Menge Lebewesen gewachsen, ja, da drinnen. Ich könnte mal wieder baden. Aber oh nein, oh, ja, ja, bitte, 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 bitte. Das ist eine Zange, habe ich, okay. Willst du baden, Harvey? Nein, bitte nicht. Nein. Nein, ja. Baden ist ekelhaft. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Ja. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Oh, 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 Edna, tu, leg doch nicht so einen tiefen Ton ein. Randale, yippie! Randale! Ich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Ja, okay. Aber Randale. Wenn das ein Topf ist, dann will ich nicht dem Koch begegnen. Oh nein, bitte nicht. Randale, yippie! Randale! Denn das hier sind... Oh ja, lass uns... Nein, wir sind... Ja, hier gibt's dann nichts Neues. Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Der ist nicht. Bereits erkaltet. Hä? Ach so, okay, weil der Generalschlüssel ja aus Gold gegossen wurde. Ich kann okay. Die Wasserflöhe auch später noch füttern. Oh Mann, jetzt... Randale! Yippie! Randale! Ich mag's nicht, wenn etwa so einen tiefen Ton einnimmt. So, hier ist eine Tür, hier ist ein Fenster. Disteln. Der Mond. Ich denke mal, beim Mond gibt's nichts mehr Neues, ne? Beneidenswert. Er steht über allem. Och, Edna. Als wenn schon jemals ein Mensch den Mond betreten hätte. Nee. Also, auch das hier mit Armstrong, das war alles nur Fernsehsendung. Guten Abend. Du wagst es, Erdenwurm? Tut mir leid. Was? Nur weil ich freundlich gewesen bin. Perfektisch. Ja, jetzt beginnt die Lichttherapie zu wirken. Hui. Ja, sie sollte ein bisschen schneller wirken. Sieh mal, Harvey, der Mond. Sie sollte echt schneller wirken, denn Edna... Später. Erst muss ich Dr. Marcel das Handwerk legen. Dann muss ich Astronaut werden. Ach ja,
Schließlich muss ich noch eine Möglichkeit finden, die tödliche Strahlung des St.-Allen-Gürtels zu überwinden. Naja, unser Leben ist auf alle Fälle gut durchgeplant. Das Mondlicht glitzert geheimnisvoll auf der Klinge meines Poloschlägers. Das kannst du auch alles in den fröhlicheren Ton sagen, Edna. Warum? Damit ich mich nicht mehr an den Sichelspitzen piekse? Ja, die sind nämlich ziemlich scharf, sonst sieht man doch. Der Mond, den kann man glatt als Klinge verwenden. Mit Zickzackmuster käme er einfach noch cooler. Das stimmt. Stellt euch so einen Zickzackmond vor. Boah. Selbst wenn ich das könnte, würde ich es nicht tun. Naja, ich würde eher den Originalen dahin stecken. Denn... Lieber nicht. Den braucht man sowieso nicht. Passt nicht ganz, fürchte ich. Der kann gern wie Ene auf Very Worse gehen. Im Mondlicht funkelt mein Generalschlüssel wie Feenkraut. Ha! Damit kann man Medipacks erstellen. Ich will der erste Mensch sein, der seine Zehen auf dem Mond schneidet. Ich glaube, das hatten wir bereits. Den Mond kann ich auch später noch umgraben. Sicher? Du weißt nicht, ob er später auch noch da sein wird, Edna. Wollen wir die Nägel aus dem Mond ziehen? Und dann? Dann fällt er hinab zur Erde. Und dann? Und Städte dann? Städte brennen, Ozeane verdampfen, Menschen schreien um Hilfe. Armageddon! Wurdest du wirklich von meinem Unterbewusstsein zum Leben erweckt? Yes, sir. I can boogie. Oh je, oh je, oh je, oh je. Och, Edna. Edna. Hier wohne ich also. Ja, da wohnst du. Wir nehmen erstmal die Distel. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Okay. Wartet nur, eure Tage sind gezählt. Wir können die Distel also wirklich nehmen. Um mir eine Brennnesselsuppe zu kochen? Nee, eher eine Distelsuppe. Und jetzt sei ein bisschen fröhlich, Edna. Waren wir früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Naja, wenn Edna es nicht weiß. Normal gern, aber nicht da. Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Naja, das richtige Werkzeug sollten wir eigentlich haben. Die fasse ich nicht mal mit dem Topflappen an. Na, da sollte man sich nicht mehr wehtun, dann. Aber mit einer Schere zum Beispiel. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Okay, dann doch nicht das richtige Werkzeug. Normal gern. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Salat. Wer tut das schon? Bist du ein Hase oder wie? Für dieses Hindernis brauche ich einen anderen Schlüssel. Ach so, dann geht's hier quasi weiter. Ich will sie nicht auch noch düngen. Dann nehmen wir zuerst mal die Zange, denn... Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Interessantes Geräusch auf alle Fälle. Ja, dann mit dem Spaten. Genau. Damit komme ich dem Unkraut bei. Ah, ich verstehe. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Wow. Wenn es doch so einfach wäre. Ich hoffe, die Küche ist ein bisschen sauberer als sie draußen alles. Hallo? Jemand zu Hause? Vielleicht hat er einen hohen Ping. Vielleicht braucht er erstmal, um zu antworten. Man weiß doch nicht. Nein, das ließ sich noch nie öffnen. Blöd. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Hasen haben auch Augen. Keine Zeit, um rumzukritzeln. Ich Dafür will so ist schnell immer wie möglich da rein. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Na gut, wobei, nee. Obwohl, doch, das Fenster könnte man hart morgen einschlagen. Morgen werde ich als allererstes die Fenster putzen. Was? Morgen? Wir sind zu Hause, Harvey. Ich will es gemütlich haben. Na gut, im schlimmsten Falle einfach Gardine zu. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Aber ja, dann ist es nicht mehr so gemütlich. Keine Zeit, um rumzukritzeln. Ich will so schnell wie möglich da... Ja, dahinter ist die Küche. Nein,
Das ließ... Auch mit Gewalt wird... Ein Fußnagel hat also Gewalt... Auch mit Gewalt... Oh, okay. Okay. Ja, komm. Auch mit Jo. Die gehört mir bereits, glaube ich. Glaubst du nur? Also nimm Papa? Sie dir lieber. Bist du zu Hause? Oh Mann, Edna. Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Zu. Ach, schlecht. Oh, das war mir bereits fast weißt klar. Weißt du noch, Harvey? Durch diese Tür kam ich immer, wenn es Essen gab. Du bist manchmal extra vorher durch Matsch gelaufen, um Spuren zu hinterlassen. Psst. Schön. Mathis hat mir verboten, die Türen zu bemalen. Aber Mathis ist nicht hier. Ist nicht hier? Ich wünschte, er leider. Ja. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Ach, Harvey. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Bei den Gartenzwergen war es ganz anders. Weißt du noch, wie wir den Tauchsieder an die Türklinke gehängt haben, um Einbrecher zu verscheuchen? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Mathis konnte die Hand einen Monat lang nicht mehr benutzen. Die gute alte Zeit. Wieso nennt sie ihren Vater eigentlich mit Vornamen? Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Mathis hat mir verboten, ich wünschte... Ja. Also, so ein guter weißt Vater kann noch, er ja nicht gewesen Alfred sein. Weißt du noch, wie wir früher immer Fallen gestellt haben? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Ein Topf mit Schlamm auf der Türkante. Es hätte eigentlich funktionieren sollen. Hat es doch auch. Geht so. Ich wollte, dass ihn der Schlamm trifft. Aber so war es doch auch lustig. Die Beule war so groß wie das Matterhorn. Ja. Ich glaube allerdings, das hatten wir auch schon. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Er ist ein Generalschlüssel. Er öffnet sämtliche Türen. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Das hier ist unser Zuhause. Nicht noch... Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ja, gehen wir hier unten durchs Kellerfenster. So sieht es also von dieser Seite aus. Das müsstest du ja als Kind, die hier ihre... als Mädchen, was hier ihre Kindheit verbracht hat, ja auch so wissen, das oder nicht? Das gehört mir schon, glaube ich. Glaubst du? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, Edna. Oh Mann. Oh nein, es klemmt. Auch was? Das noch. Erinnerst du dich noch an den Keller, Harvey? Jetzt, wo Mattes fort ist, gehört er uns. Und wir können jemanden da einsperren. Yippie! Ja, sie ist wieder fröhlich. Oh, das machst du super, Harvey. Harvey, oh, ja. Du bist mein Lass Mann. Lass uns alles bekritzeln. Mein Hase. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Da können wir trotzdem alles bekritzeln. Okay. Blöd. Dann auf in den Keller. Jetzt ist die Frage, das müssten wir doch ebenfalls schon alles gehabt haben. Der uralte Eisenofen. Oder? Das schaffe ich nicht. Na gut, aber Edna... Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du mich säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh, nein, lieber nicht. Was ist das denn für eine Konversation gerade gewesen? Jetzt ist er offen. Sieh mal, Harvey, der alte Ofen. Daran hast du immer Alfreds Schuhe getrocknet. Er musste den ganzen Weg nach Hause ohne Sohlen laufen. Aber sie waren trocken. Immerhin, wir haben eine gute Tat gemacht. Lass uns alles bekritzeln. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Mein bestes Stück in den Ofen werfen? Niemals. Ich dachte immer, ich sei dein bestes Stück.
Möchtest du dann vielleicht in den Ofen? Ach nee. Siehst du? Der Ofen ist leer. Dann mach ihn doch voll. Nicht doch. Die will ich nicht verheizen. Aber müssen wir jetzt den Ofen anmachen? Oh ja, oder? Lass uns alles... Nein, wir sind... Da ist nichts zum Einschmelzen im Topf. Feuerholz liegt ja da direkt hinter uns. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauch doch irgendwas. Mit einem Schlüssel? Oh ja, die knistern immer so gemütlich. Ah. Und wir haben ich habe eine Schippe, aber ich sehe keine Kohlen. Aber wir haben Holz. Vielleicht werde ich ja später mal Goldschmied. Wer weiß. Eine Goldschmiedin im Weltall. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Wir haben scheinbar sehr, sehr selten den Ofen Nein, genutzt. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Also können wir das Holz nicht verwenden. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig... Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Paranoia? Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Okay, also konnten wir den Ofen jetzt völlig Feuerholz umsonst an etwas, Harvey? Öffnen. Ja, aber die Rückblende hatten wir bereits. Ach ja. Schön. Meine Sachen sind alle noch gut. Die müssen noch nicht verheizt werden. Aber sie könnten heißer werden. Meine Sachen sind alle noch, die müssen... Jo. Meine Sachen, die... Jo. Meine Sachen, die... Jo. Ist das jetzt alles dasselbe? Oh ja, Nein, wir sind... Nein, wir sind jetzt zu Hause. Meine Sachen, die... Meine Sachen sind alles noch gut. Und meine Sachen, Sachen die... sind hey, immer noch alle das noch ist gut. Doch das... Ja. Meine Sachen, die... Oh, es knistert... Meine Sachen knistert sind... Es knistert so schön. Meine Sachen, die... Okay, dann nicht. Dann Marmelade. Ist auch aus die der ersten Die ist so Rückblende. Haltbar, dass Mattis sie immer als Wundsalbe benutzte. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Waren sie das nicht auch in der Rückblende? Keine Zeit für Blablabla mit Rhabarber. Okay. Wozu? Um die Autobahn zu tieren? Aber die Wagen müssen sich auch ein bisschen fortbewegen. Da darf das nicht so kleben. Obwohl, das könnte auch hart werden. Oh, guck mal, Edna. Lass doch den Müll da in Ruhe. Wir haben Wichtigeres zu tun. Was ist denn das für Müll? Edna, jetzt sei mal nicht so verklemmt. Das Zeug jetzt hier aber im Regal ist mal. Live genauso nutzlos wie in der Rückblende. Du könntest damit so einen richtig coolen... den Weg deines Vorgartens teeren, damit er schön bunt wird oder so. Das Zeug hier im... Vielleicht. Das Zeug hier im... Das Zeug... Das sagt sie jetzt wahrscheinlich bei allen. Sieht so aus. Wir probieren dennoch alles miteinander aus. Einfach nur, das Zeug, um auf Nummer sicher zu gehen. Das Zeug... Das Zeug... Auch wenn wir uns schon denken das können, Zeug, dass es nur dasselbe ist. Das Zeug... Jo. Das habe ich früher immer getrunken. Na dann, sind bestimmt noch ein paar Schlucke drin. Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Oh, es hat doch scheinbar geschmeckt, oder nicht? Du kratzt im Hals. Ah, okay. Aber schmeckt's denn? Bestimmt. Derselbe zähe Geschmack wie früher. Oh, guck mal, Edna. Lass doch den Müll da in Ruhe. Wir haben Wichtigeres zu tun. Was ist denn das Müll? Das ist ein geiles Erfrischungsgetränk. Also, liebe Kinder, wenn ihr bei euch zu Hause irgendwo in der Werkstatt eurer Eltern ein bisschen Kriechöl findet, go on. An heißen Sommertagen ist das immer perfekt. Das Zeug hier... Hier wird es jetzt überall dasselbe das gehen, Zeug, ne? Probieren wir es nochmal mit der Zange, denn das könnte Zeug, das meiste... Nope. Alles nicht. Dann... Ich habe Tücher. Nie verstanden, was strahlend weiße Tücher im Kohlenkeller machen. Vielleicht eine neue Farbe benötigen. Die waren schon vor 10 Jahren nutzt. Seid ihr aus reiner Wolle gewebt? Typisch. Die saubersten Tücher haben das dreckigste Lachen.
Aber wenn sie jetzt schon 10 Jahre lang im Kohlekeller liegen, wo ich im Übrigen nicht ein bisschen Kohle sehe, können sie ja gar nicht mehr so sauber sein. Es sei denn, es sind richtig geile Tücher. Die waren schon vor 10 Jahren. Okay. Oh, guck mal, Edna. Lass doch den Müll da in Ruhe. Das sind schöne Tücher. Okay, aber sonst gibt's auch nichts mehr Neues, oder? Kann ich noch Schere? Das Zeug hier im Regal ist live genau. Ein alter, Karton. Langweiliger Karton. Woher willst du wissen, dass der langweilig ist? Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht. Dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Och, Edna. Hallo, alter, langweiliger Karton. Ach. Oh, der Arme. Meine Sachen sind bei mir besser aufgehoben. Du entwickelst dich zu so ein richtiges Arschloch. Guck mal, das ist doch. Das ist doch nicht cool, Edna. Das Zeug hier im Regal ist live. Nutzlosigkeit Nägel. Im Glas. Nägel kann man immer mal gebrauchen. Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Wieso denn? Damit hättest du bestimmt ein bisschen Spaß mit Alfred haben können. Ich habe keine Zeit für ein Gespräch mit rostigen Nägeln. Wieso nicht? Sei mal nicht so verklemmt, Edna. Die waren Edna. Schon vor 10... Oh Gott. Oh, guck mal, Edna. Guck mal. Lass doch den Müll da in Ruhe. Siehst du, Harvey sieht Qualität im Glas. Das Zeug hier im Regal. Ein sensationelles Sortiment an saftigen Sommertönen. Rot und grün. Saftige Sommertöne. Meine okay. Lieblingsfarbe ist sowieso nicht dabei. Oder ist da irgendwo grau? Alter. Habt ihr Orange gesehen? Der ist ausgebüxt! Ich mag eigentlich nur Lila und die Grauskala. Lila und auch okay. Was hältst du von den Farben, Harvey? Damals hast du häufig an den Lösungsmitteln geschnuppert. Aha. Und was hältst du von den Farben? Du hast nicht selten an den Lösungsmitteln geschnuppert. Echt? Oh, guck mal, Harvey. Farbdosen. Was hältst du von denen? Das sind die, an denen du früher häufig... Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich glaube, ich habe gerade die alten Farbdosen entdeckt. Habe ich nicht früher immer daran geschnuppert? Ach nee. Daran könnte ich mich bestimmt erinnern. What? Okay. Die haben genug Farbe, ohne dass ich drauf rumkritzel. Ja, aber die Farbe, die müsste bereits ein bisschen eingetrocknet sein. Deswegen kannst du mal ein bisschen Frische reintun. Unser Poloschläger braucht eine Kriegsbemalung. Yo. Wir spielen später Indianer Harvey. Und was ist mit Nahostkonflikt? Nein. Und Atomkrieg? Edna? Können wir hier? Das Zeug... Nein. Das ist zwar ein Topflappen, aber kein Farbtopflappen. Ach, verdammt. Ja, er sagt auch grau-weiß, okay. Ich habe alles da, um Mattes ein prima Weihnachtsgeschenk zu basteln. Alles bis auf Mattes. Oh Mann. Die haben genug... Ja... Die Farbe muss nicht umgetopft werden. Oh... Außer vielleicht Bordeaux. Da wachsen bereits die Wurzeln über den Rand. Oh, ich glaube, egal welche Farbe, da bekommst du nichts mehr irgendwo raus. Nein, mir gefällt die Farbe. Mhm. Als Hocker oder wie? Jetzt ist nicht die Zeit, um sich die Fußnägel zu bemalen. Vor allen Dingen hast du keine Farbe dafür. Du könntest die Fußnägel reinrammen, damit sie vielleicht irgendwie mit etwas abgeprellter Farbe draufwachsend wieder rauskommen. Wie wäre es mit einem Rallye-Streifen für unsere Schaufel? Jetzt nicht, Harvey. Wollen wir der Zange Augen malen? Ach, Harvey. Ja. Was denn? Augen malen macht Spaß. Und wir haben es geschafft. Wir sind in der Küche. Spüle, Pflanze, Fenster. Wir schauen uns erstmal Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Oh. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt.
Oh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die sollst du rauchen, Edna, und nicht essen. Ach du Scheiße. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Oh, früher haben sie dir wahrscheinlich noch nicht geantwortet. Och, ich will das nicht. Och nein. Willkommen zurück, Edna. Oh. Was hältst du davon, Harvey? Das toxikologische Experiment deines Vaters ist ein voller Erfolg. Wenn er es doch nur miterlebt hätte. Ah. Ja, aber Edna kann die Studien weiter bearbeiten. Oder alles aufessen. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Ja. Nein, Harvey. Ah. Wir sind... Wenn ich umrühre, befreie ich damit Millionen giftiger Sporen. Das spare ich mir lieber für meinen Geburtstag auf. Ja, so ein bisschen kurz ins Wunderland. Das kann eine geile Feier werden. Die Pilzsuppe ist schon so lange kalt, die nährt sich warm bereits von der Rückseite. Oh. Oh. Die Pilzernte kann auch bis morgen warten. Naja, oder bis zum Geburtstag dann. Mathis hat mir verboten, aber Mathis... ich will doch nicht auf die Türen. Wie die Pilzsuppe. Oh ja, lass... Nein, wir sind... Okay. Ich möchte ungern tauschen. Allein bei dem Gedanken wachsen mir Pilze im Hypothalamus. Solange sie nicht auf dem Fuß wachsen, ist alles gut. Diese Pilzsuppe ist das Tor zu einer fremden, bizarren Welt. Ich gehe später hindurch. Aber auch eine wunderschöne. Die Pilze haben bereits eigene Fußnägel. Oh, oh Mann. Lass die mal umrühren. Die Pilzernte kann auch bis morgen. Oh, geht doch so. Die Pilzernte kann. Okay. Hier geht's nach draußen. Können wir die Tür jetzt öffnen? Die gehört mir bereits. Glaubst du? Endlich zu Hause. Ja. Benutzen? Zu. Ja, dann öffne sie doch. Verriegeln, nicht verprügeln. Okay. Meinst du, hier kann man reinkommen, Harvey? Wie denn? So, wir selbst haben es ja auch nicht geschafft. Und wir sind die Experten, oder? Hä? Was geht denn jetzt ab? Mathis, ich wünschte... Ja. Verriegeln, nicht verprügeln. Es zieht durch alle Ritzen und Fugen. Da bräuchte ich schon einen Lastwagen mit Topflappen, um das zu ändern. Aber es scheinen ja nur wenige Ritzen und Fugen zu sein. Also vor allem mit Barfu... Oh, ick! Nein, die hat in all den Jahren schon genug gelitten. Das glaube ich. Weißt du noch, wie wir Alfred früher... Ja, heute geht's aber so die Beute. Das ist nicht... Nicht der richtige Schlüssel. Nein, die hat in all den Jahren... Wie auch immer man mit Fußnägel leiten kann. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen. Okay. Spüle, Pflanze, Fenster. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Ah! Können du und Harvey jetzt nochmal einen Wettbewerb draus machen? Die ist so dreckig, die macht Geschirr schmutzig. Also doch die Wassertonne von draußen. Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Das Meinst stimmt. Du? Ja. Irgendwann wirst du Spaß haben daran, wenn du dich nur gewöhnt hast. Hm. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Okay, das hingegen ist schon scheiße. Ich glaube, du bist dran mit Abwaschen. Nein. Nein, ich erinnere mich genau. Du bist dran mit Abwaschen. Sicher? Nein. Oh.
Sie muss echt ein Rückgrat wachsen lassen. Oh ja, lass uns alles bekritzen. Nein, wir sind... Nein. Am Moment, wenn das Wasser hier abgestellt worden ist, dann muss der Strom ja auch abgestellt worden sein. Scheiße. Der Poloschläger wäscht sich nicht. Er ist ein cooler Piratenpoloschläger. Ich bin so loyal. Ich habe mich seit Wochen nicht gebadet. In der Spüle. Ist das hier überhaupt das richtige Haus? Ich bin so loyal. Ich habe mich seit Wochen nicht gewaschen. Es ist noch nicht Sonntag. Sie muss noch nicht Zähne putzen. Also die Spüle, okay. Oh ja. Wir sind. Nein. So schmutzig ist er noch nicht. Super. Das Gold ist längst erkaltet. Jo. Am Waschbecken die Fußnägel schneiden. Wie schön. Echt mal. Wer denkt sich denn so einen Scheiß raus? So groß ist der Abwaschberg nun wirklich nicht. Naja, welcher Berg? Hier ist ja nirgendwo Abwasch. Deswegen ist ja die Frage, ob das unser Haus ist. Meine Zange hätte keine Chance gegen diesen Ohrenkneifer im Abfluss dort. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Vielleicht der Regen durch das kaputte Fenster da. Die ist festgewachsen. Die Pflanze? An was denn? Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich? Möchte ich bezweifeln. Die blüht gerade nicht. Wächst ja ziemlich gut. Guck mal, Harvey. Eine von Mattis Topfpflanzen. Welch Ironie. Früher hat sie mich zu Tode gelangweilt. Und nur eine Langeweile später ist sie tot. Aber ich dachte, sie wächst jetzt von alleine und man hat sie gegossen. Also was nun? Ist sie tot oder lebt sie noch? Ich schreibe ihr später eine Sterbeurkunde. Ah. Siehst du, jetzt mal die Aufmunterungsversuche angenommen. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Da fällt mir ein, zählen auch Radieschen die Radieschen von unten? Nur in besonders erotischen Momenten. Nicht nötig. Alle Fürsorglichkeiten kämen verspätet. Aber ist jetzt noch die Frage, wie konnte die Pflanze dann mit uns reden? Edna ist der Ghost Whisperer. Da muss niemand mehr nachhelfen. Rip in Peace, kleine Pflanze. Ich schreibe ihr später. Jo, unter Dr. Marsets Namen. Hilft auch kein Umtopfen mehr. Man kann es immer noch austesten. Mattis hatte den Schlüssel ursprünglich immer in den Begonien versteckt. Aber der Gärtner ist nun mal immer der Mörder. Der Gärtner bekommt immer die Frauen. Ich meine, nur die Harten kommen in den Garten und die Härteren bekommen die Gärtnerin. Das wird sie auch nicht mehr retten. Das weißt du doch nicht. Da hilft auch kein... Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist... Okay, nicht nachhelfen. Wow, das Fenster. Ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Zumindest ein Teil davon, denn wenn man den Schimmel hier auf dem Fenster so beobachtet, dann ist da nicht besonders viel, was man sehen kann. Wenn ich nur wüsste, wo ich anpacken muss. Erstmal am Dreck, würde ich sagen. Huhu, Fenster. Ja, Sie wünschen? Darf ich durchschauen? Nur zu. Wenn du es schaffst durch den ganzen Schimmel. Moment mal, warum schaue ich nicht einfach durch? Ja, mach's doch. Durch den ganzen Schimmel. Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Ja. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Okay. Gut, dann müssen wir uns etwas... Ich beschmiere doch nicht meine eigenen Fenster. Zimmer. Zumindest nicht heute. Als Kind hättest du das sicherlich auch gemacht. Nein. Dieses Fenster ist das letzte Bollwerk gegen die böse Welt da draußen. Und die Tür? Ja, wobei mit den Schimmel drauf an den Scheiben ist das Fenster wahrscheinlich härter als die Tür. Morgen werde ich als allererstes die Fenster putzen. Was? Wir sind zu Hause, Harvey. Ja, wobei den Boden putzen, das fände ich da schon wesentlich... nee, man muss ja immer von oben nach unten.
Aber guck dir den Boden an, da kannst du nicht drauf rumlaufen, das ist doch ekelhaft. Meine Reise hierher war ein seltsamer Zickzackkurs. Aber jetzt bin ich ja hier. Ich muss nur noch mein Zimmer finden, dann wird alles gut. Ich wusste gar nicht, dass wir in ihr Zimmer müssen. Ich beschmiere doch nicht meine Das Dach ist offenbar überall undicht. Ich bezweifle, dass ich genug Töpfe finde. Wie soll denn das Dach hier in der Küche undicht sein? Da muss ja quasi... Das ist ja ein doppelstöckiges Haus hier. Wir haben ja sicherlich eine Treppe, die nach oben führt. Das heißt, es müssen ja beide Dächer undicht sein. Denn das hier, die Decke hier, die ist ja quasi auch ein Dach. Und darüber müsste ja dann noch ein Dach sein. Das lässt sich leider nicht noch weiter abschließen. Wenn sie meint, dass hier Wasser durchkommt, wenn es regnet. Was dann eher undicht ist, ist die Scheibe. Ab morgen kann ich meine Fußnägel wieder hier am Fenster schneiden. Wenn dich noch dahin setzen kannst. Also, du hast bestimmt 1-2 Kilo innerhalb der letzten 10 Jahre zugenommen, Edna. Du bist bestimmt nicht mehr so schlank wie damals. Nein. Dieses... Jo. Nein. Jo. Erstmal hier zurück, denn Poki hat sicherlich noch was zu sagen. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, das wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. What? Also ich weiß jetzt nicht, wann dieses Game hier rausgekommen ist, allerdings benötigen die ziemlich lange für die Programmierung dieses Games. Das nächste Mal, wenn ich Poki in irgendeinem Livestream sehe, frage ich ihn mal danach. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können, und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, die Reaktion mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder einiges wett. Naja, aber ehrlich gesagt, ich habe das Spiel schon so lange jetzt nicht mehr gespielt und ich hänge jetzt auch schon so dermaßen lange an diesem Game dran, ne? Ich meine, ich glaube, wir haben das war vor über einem Jahr, wo wir das Projekt gestartet haben, nicht? Müsste ungefähr so hinkommen, nehme ich an. Ich habe nicht mal einen Plan, dass wir bereits hier waren. Also, da fehlt mir die Zeit dafür, damit ich das Spiel wirklich so spielen kann, damit ich mich noch an alles erinnern kann, ins kleinste Detail. So gut ist mein Gedächtnis nicht mehr, ich bin alt.